ein bisschen sehr verwinkelt. Ah, das ist eine Kiste, sehr schön. Bombe! Da ist nix. So, Fledermaus, ich möchte gegen dich kämpfen, denn das sind Moskitos und das sind Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte sind gut. Brauche ich nämlich. Kochen ist jetzt nicht so der Burner, wie ich es erhofft habe. Heiligen Schlag. Heiliger Schlag, das klingt gut. Schaden mal 1,5. Kann nur Spike lernen? Und er braucht dafür 7 Grün. Aber ich hab doch gar nichts Grün. Das bestätigt mir jetzt eigentlich nur die Theorie. Nochmal, was? Nochmal Heiliger Schlag. Okay, das bestätigt nur meine Theorie, dass der Dieb sich meiner Party anschließt. Und der Dieb hat dann die grüne SK. Nehme ich jetzt mal an. Das würde wenigstens für mich Sinn ergeben, wenn das so ist. So, wunderbar. Und weiter geht's. Und, nein, eins noch hoch bitte. Sehr schön. Hier noch? Nein, nichts mehr. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf, weil ich eigentlich immer erst nachschauen will, ob das was drunter ist, aber das passiert mir so oft, dass ich da drauf lande. So, dann greifen wir erstmal wieder an. Ah. Und genießt noch einen wunderbaren Schluck Cola. So. Was bringt es, dass ich die Fackeln ausschlage? Es hat bis jetzt nie was gebracht. Ah, okay. Ich bin anscheinend ganz unten jetzt. Oder wie, oder was, oder wo. Ah, da ist er ja. Haben wir dich, Dieb. Ihr seid so hartnäckig. Es gibt keinen Grund, mich zu verfolgen. Fugo hat uns beauftragt, dich zu fangen. Schurke. Und als ein Held ist das meine Pflicht, klar. Wenn du ein Held bist, solltest du nicht Fugo helfen, du Dummkopf. Hast du mich gerade einen Dummkopf genannt? Spike, wir wissen noch vom ersten Part, glaube ich, war das in diesem Spiel, dass Dummkopf keine Beleidigung ist, sondern ein Kompliment. Das wissen wir doch noch, Spike. Warum nennt mich jeder beim ersten Treffen immer Dummkopf? Vielleicht bist du ein Dumm. Du Dumm, meine ich. Sina, hör auf mir ständig auf die Nerven zu gehen. Oder ich fick dich hier an Ort und Stelle. War doch nur ein Scherz, Dummkopf. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Ich pack dich hier und jetzt. Du hast mich schon wieder Dummkopf genannt. Leute. Reg dich nicht so auf. Solltest du dich lieber den Bösewicht fangen? Oh, stimmt. Hey, Dieb, ich werde... wo ist er denn hin? Dummkopf, er ist entkommen. Was für ein Schleicher. Sehen wir uns um, weit kann er nicht gekommen sein. Ihr seid beide einfach nur noch Idioten. Beide einfach Idioten. So, dann suchen wir mal nach dem. Ist hier vielleicht auch was drin? Nein. Hier was drin? Nein. Wie sieht's eigentlich mit meinen KP aus? Ja, komm, das passt schon. Das passt schon. Selbst wenn am Boss... Ach, da kann ich mich ja eh heilen. Nein, das war Speichern, oder? Das Zeichen. Ja. Das Zeichen war Speichern. Und hier ist nix. Nein, da wollte ich doch gar nicht drauf. Hier ist... Von da komme ich, habe ich das Gefühl. Ah, von da komme ich doch. Ja. Hier ist er nicht. Hier hätte ich ihn getroffen.
Wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich dahin. So leisten, er kann nur hier die Treppe noch oben sein. Von wo ich allerdings gekommen bin. Verwirrend. Also ist er wirklich wahrscheinlich den Weg wieder nach oben geflohen. Das könnte ja sein. Dass er aus der Höhle hinausflieht. Könnte sein. Na, jetzt kommt schon. Ich will euch doch alle bekämpfen. So. Ich brauche doch die Erfahrungspunkte. Oh, Sino ist schnell wieder aufgewacht. Ich sollte mich vielleicht mal um eine... Was? Wieso ist Kopfnuss auf einmal teurer? Hä? Warte mal, Schnitt hat immer 25 gekostet und Erste Hilfe nur 10. Wie ist es auf einmal teurer? Hä? Bei ihr kostet Erste Hilfe immer noch nur 10. Ich kapiere das nicht. Ach scheiße, die heilen sich ja nicht mehr gegenseitig. Muss ich das jetzt kapieren? Warum das jetzt so ist? Hä? Warum kostet das jetzt auf einmal wieder... Hä? Warum kostet Schlitter auf einmal mehr? Ich kapiere das nicht. Moment mal. Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe eine Idee, woran es vielleicht liegen könnte. Ergibt zwar in meinen Augen keinen Sinn, aber okay. Und zwar, zack. Wenn sie jetzt wieder mit ihm in einer Linie ist. Vielleicht? Wenn sie jetzt mit ihm wieder in einer Linie ist, vielleicht ist es ja dann so, dass es jetzt wieder so viel kostet. Tatsächlich. Aha. Wenn ich das jetzt richtig verstehe... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hätte ich noch einen dritten Charakter in dieser Reihe, würde Schnitter noch weniger kosten. Aha. Dann lasse ich sie doch lieber vorne, denn dann ist Erste Hilfe... Aber nein, Erste Hilfe ist dann nicht günstiger. Wieso ist dann Schnitter wieder günstiger und Kopfnuss? Goldklumpen, das ist sicher was zu kaufen. Aber wieso ist dann bitte Schnitter wieder günstiger? Das ergibt für mich noch nicht so ganz Sinn. Naja, gehen wir hier runter. Da haben wir wieder Gegner. Moskito! Nein, eine Biene. So. Sie hat bald ein Level Up. Mal sehen, ist hier etwas? Ja, Kisten. Ein Magietrank, immerhin etwas. Goldklumpen, sehr schön. Ist hier was? Nein. Hier was? Nein. Kann ich hier durchschießen? Nein. An der Kiste bleibt es dann hängen, alles klar. Und eine Götterträne. Gut, sonst ist hier nichts mehr, wunderbar. Da ist noch was? Ja! Ein Katzenauge. Und wieder Gegner. Aber die Gegner sind ja mittlerweile keine großartigen Probleme mehr. Wunderbar, Level Up. Gegner sind keine großartigen Probleme mehr. Okay, da ist eine Falle. Ja, ist die jetzt aktiviert oder nicht? Okay, ich bin doch noch nicht so ganz in der Spielmechanik drinnen, aber es wird. Würde ich mal sagen. Es wird. So, ist da was? Nein. Ich kämpfe lieber gegen alles, da ich nicht weiß, wie stark hier die Gegner werden. Ich habe gerade gemerkt, dass sie fast tot ist. Das bedeutet, nächster Gegner bedeutet... viel Erste Hilfe. Wenn ich dran denke.
So. Na, wo ist denn der nächste Gegner? Da. Wunderbar, gleich ein Geist nur. Die sind recht schwach. Na, komm, kommst du her? So, doch, erste Hilfe ist besser, wenn sie nebeneinander sind. Stimmt, weil sie ja beide dann halt. So, erste Hilfe. Und du benutzt ebenfalls erste Hilfe. So. Wow, das hat jetzt viel geheilt. Sehr schön. Ja. Kochen. Vielleicht überlebt er einen? Nein. Das kostet 4. Wow. Macht nur 4 Schaden. Nicht gerade viel. Dann greifen wir mal den Geist hier an. Hä? Was ist jetzt los? Der greift automatisch an. Spike greift automatisch an. Warum? Bedeutet das das Zeichen über ihn? Was? Der hat... Was? Willst du mir zeigen, dass dieses komische Zeichen über ihn bedeutet hat, dass er verwirrt war und somit im reinen Berserker-Modus ist und alles vernichtet, was ihm bei 3 vor die Flinte läuft, oder was? Toll. Ganz toll. Freut mich ja sehr, dass es hier sowas gibt. Vor allem, dass man das auch so gut erkennen kann. Und dass ihm das auch jetzt, dass er das auch erzählt wird, was diese ganzen Zeichen bedeuten. Ja, das finde ich sehr toll. Die Erklärung dieses Spiels ist phänomenal. Bei manchen Stellen ist es echt so eine Art Try and Error. So, Biene tot. Nein, hätte überlebt. Dann hätte ich Kochen auf die machen können, aber naja. Und du stirbst. Moskito überlebt auf gar keinen Fall. Merken, Biene überlebt. Ja, mach bitte kaputt. Danke. Hui, da ist nix. 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 Und da ist auch nix. Ist hier noch was? Nein, eins hoch bitte. Ja, eine Kiste. Mit noch einem Goldklumpen. Der zwar nur 100 wert ist, aber... Naja. Anscheinend ist das hier eine Währung, die extrem viel wert ist, wenn billige Goldklumpen, besser gesagt hochwertige Goldklumpen, hier nur 100 wert sind. Wow. Ja gut, es kommt natürlich auch drauf... Was ist das? Was ist das? Sieht nach einer Falle aus. Sieht definitiv nach einer Falle aus. So, und dann machen wir mal kochen. Kochen! Okay, lebt noch. Erste Hilfe. Kochen. Gut. Und dann koch mal wieder was Schönes. Immer noch nicht. So, du... nimmst mal ein Gegengift. Wenn ich's finde, da. Gegengift. Und du kochst wieder. Ich weiß ja nicht mal, was da für Items entstehen können. Aber es wird mich jetzt einfach mal interessieren. Ganz toll. Weißt was, das wird mir jetzt zu blöd. Da geht drauf. Das wird mir zu blöd. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare posten, wenn ihr euch mit dem Spiel ein bisschen auskennt. Im Übrigen, mein lieber Mighty Fanner, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare posten, was ich zum Beispiel da noch Schönes bekommen kann. Ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. Was kann ich denn Schönes an Items bekommen durch Kochen? Bekomme ich dann nur so ein Bullshit wie ein Gegengift oder sowas? Oder kann ich